Wieder mal haben sie ein Spiel gedreht, ein verloren geglaubtes gewonnen, als Mannschaft, aus der diesmal einer herausragt. Ja, Brands hat das sehr gut gemacht, ja, das stimmt. Ja, hat gut gespielt, ja. Gemeint ist Franz Semper. In Halbzeit 1 hält der 21-Jährige seine anfangs doch ziemlich schwächelnde Mannschaft im Spiel. Gegen gut aufgelegte Gäste aus Hannover, die viel zu oft, viel zu einfach zu Toren kommen. Leipzig spielt hinten halbherzig und vorn leichtfertig. Beste Gelegenheiten bleiben ungenutzt. Zur Halbzeit steht es 13 zu 15. Dann geht sie richtig los, die Franz-Semper-Show. Der junge Mann, das Leipziger Eigengewächs, der frisch gebackene Nationalspieler, macht ein Riesenspiel, ist überhaupt nicht mehr zu halten. Er bringt seine Mannschaft in Führung, insgesamt 10-mal trifft er. Ja, manchmal hat man solche Tage, da funktioniert viel. Nicht alles, aber viel. Und weil unter anderem Patrick Wiesmach mit 5 Toren endlich mal zeigt, was er drauf hat und warum sie ihn geholt haben nach Leipzig, wird es am Ende eine deutliche Sache. Niklas Pitschkowski setzt den Schlusspunkt. 31 zu 26 gewinnt Leipzig. Wieder mal ein schon verloren geglaubtes Spiel.